machen heute einen Battle Report für Bolt Action. Und zwar mit Sascha und mir. Ich behaupte, dass wir einer der ersten waren, die in Deutschland Bolt Action gespielt haben. Ach ja. Und das alte Dream Team wird heute gegeneinander antreten. Ich habe Sascha herausgefordert. Wir haben lange nicht mehr gespielt. Ich habe bestimmt schon ein Jahr nicht mehr gespielt. Oh, echt? Ja. Bestimmt schon ein Jahr ist vielleicht übertrieben. Ein Jahr? Ja, es gibt halt so ein paar Sachen bei Bolt Action, die gefallen mir nicht ganz so gut, aber ich hoffe ja auf die zweite Edition, dass das abgestellt wird. Habe ich schon oft genug in den Videos erwähnt. Wobei ja durch die ganzen Ergänzungsbücher viele, viele tolle neue Sachen dabei reingekommen sind. Die kennst du noch alle gar nicht. Die kenne ich alle gar nicht. Ich bin ja sowas von raus. Ja, du bist sowas ich weiß gar nicht. Bolt Action. Du weißt aber noch, wie es gespielt wird? Ja, ich glaube. Okay. Ich werde mich bemühen. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir spielen heute beide 1000 Punkte. Wir haben uns jetzt noch eine Mission überlegt. Die stellen wir euch gleich noch vor. Ja, würde ich sagen, stellen wir euch die Armeen vor. Genau. Und los geht's. Baba. So, fangen wir bei mir gleich an. Ich spiele meine Turnierliste, die ich auch letzte Woche auf dem Turnier gespielt habe, auf der Frühlingsoffensive. Und ich glaube, gegen Felix habe ich die gleiche Liste auch schon mal gespielt, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Fangen wir an. Ich habe auf jeden Fall insgesamt 12 Order Dice. Ich habe dreimal 10 Mann reguläre Infanterie mit jeweils 2 Bars in den Trupps. Ein Offizier mit einem SMG. Dazu noch ein Squad, 10er Squad US Airborne. Da habe ich den NCO mit einem SMG ausgestattet, sowie 2 weitere Schützen mit einem SMG und ein LMG habe ich mit drin. Dann 2 MMG-Teams. Die Amerikaner dürfen ja 3 MMG-Teams mitnehmen und zählt als eine Auswahl. Dann ein Medium-Mörser. Ich habe hier leider nur einen leichten Mörser, das heißt, ich proxe den. Einen Offizier als HQ, also ein Second Lieutenant. Ein Medic nehme ich mit, ein Jeep mit HMG, ein M18 Hellcat mit HMG und Recce und ein Air Observer. So, ja, ich war ganz innovativ und habe einfach mal die Starterbox, die Grenadier Starterbox von Warlock Games genommen. Ja, oh, sehr gut, können wir gleich mal testen, ob die auch genauso funktioniert, wie sie zu spielen ist. Ja, ich habe leider ein bisschen abwandeln müssen, weil ich sie nicht ganz so geklebt habe, wie es hätte sein müssen. Ich habe die Pack 40. Regulär, den Puma regulär und den Stu 3 Ausführung G mit Schürzen als Veteran. Dann den Mörser regulär, MMG regulär, Grenadiergruppe mit mehreren, nein, nicht sogar, alle mit Sturmgewehr. Den nächsten Trupp mit Gewehren, SMGs und 2 LMGs. Dann noch einen kleinen 5-Mann-Trupp, den habe ich ein bisschen gesplittet, damit ich ein bisschen mehr Würfel bekomme. Nicht zu vergessen, das HQ mit 2 Riflemans und zum Schluss nochmal einen Grenadiertrupp mit Gewehren, LMG, 4 Panzerfäuste. Da ich nicht genug Panzerfäuste geklebt hatte, symbolisieren die Würfel den Panzerfaustschuss, den ich dafür habe. Ja, es sind insgesamt 10 Würfel. Und ich denke mal, es dürften vielleicht 1010, 1020 Punkte sein. Okay. Aber es ist bei uns sicher nicht ganz so wichtig. Nein. Ich würde auch mit 500 Punkten gewinnen, schätze ich. Von daher ist das egal. Ja, einfach die Grenadierbox genommen, angemalt, zusammengeklebt, angemalt und dann mal probieren, mal gucken, was geht. Ja, kommen wir zur Mission. Wir haben jetzt hier 6 Missionsziele auf dem Feld, symbolisiert durch diese Rauchmarker. Da hinten am Feld ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Ja, wir können diese Marker mit Infanterie einnehmen. Und diese Marker, jeder eingenommene Marker generiert quasi einen Punkt pro Runde. Haben wir bislang auch noch nicht gemacht. Bislang haben wir eigentlich immer nur die eingenommenen Marker am Ende des Spiels gewertet. Diesmal werten wir sie tatsächlich Runde für Runde. Das könnte die Sache noch ein bisschen spannender machen. Ja, wir filmen jetzt den ersten Spielzug komplett für euch mit. Und ab dem zweiten Spielzug gibt es dann eine verkürzte Version. Genau. So, wir haben jetzt unsere Plätze eingenommen. Die Armeen kommen über die jeweilige Spielfeldseite als Welle rein. Wir müssen jetzt noch kurz auswürfeln, wer als erster seine Spotter ausstellen darf. Ich weiß nicht, was hast du an Spottern? Ein kleinen Mörser-Spotter. Okay, ich habe auch einen Mörser-Spotter und einen Air-Observer. Eine 4. Oh, dann nehme ich die 5. Eine 6. Dann darfst du als erstes aufstellen.
weil ich gewonnen habe, kann ich bestimmt entscheiden. Ja, kannst du auch entscheiden. Ich fange an. Dann nehme ich meinen Mörser-Spotter. Also wenn das jetzt schon so lange dauert, dann bin ich gespannt, wie lange das Spiel dauert. Wir setzen ihn hier in den Wald. Achso. Ich nicht. Ich stelle meinen Mörser-Spotter. In das Haus. Und zwar hier. Aha. So, mein Air-Observer. Den stelle ich hier in dieses Geländestück. Oh, das ist ja kaum zu sehen, so gut ist der getarnt. Aber richtig. So, kurz zu den Wäldern. Wenn wir im Wald stehen, können wir rausschießen und wir können in den Wald reinschießen. Das heißt, wir kriegen leichte Deckung, wir können aber nicht durch Wälder durchschauen. Die Wäldergrenzen orientieren sich an den Basen. Genauso auch wie alles knapp dort. Gut, das ist ein einzelner Baum, zählt halt nicht. Als Wälder stand sowieso nicht hier, der stand, glaube ich, hier mit drin. Ach, auf einmal. Nee, es war tatsächlich so. Mhm. Ja, dann würde ich sagen: Erster Würfel. Erster Würfel. Erste Runde, erster Würfel. Oh. Oh. Wie gesagt, Sascha hat 12 Water Dice, ich habe 10. Dann bringe ich als erstes meinen Mörser ins Spiel. Ja. Der zweite Würfel. Ja. Ein Deutscher. Ich werde als allererstes meinen Grenadiertrupp hineinbringen. Ein Ziel halte ich dann, wenn ich direkt dran stehe. Innerhalb 3 cm. 3 Zoll. Innerhalb von 3 Zoll. Ja. Die rennen. 12 Zoll. Das bringt mir bestimmt Glück. Oder auch nicht. Stimmt, ja. Run. Ja. Ich bringe meinen zweiten Grenadier. Bin schon ein bisschen aufgeregt, ne? Bist du ein bisschen aufgeregt? Ja. Ja, wir haben so lange nicht mehr miteinander gespielt. Ja. Weil du immer so komische Sachen spielst. Ich? Und zwar auch mit Vollgas. Mit 12 Zoll. Ja, wieder ich. Das ist ja hier sehr ausgeglichen. Noch ist ausgeglichen, das ist 2 Würfel für mich. Ein Run. Mit dem zweiten Maschinengewehr. Und schon ist es wieder ausgeglichen. Ja. Wieder ein Order da ist für mich. Das Army. So, ich bringe ein Trupp rein. Durch schweres Gelände kann ich nämlich normal bewegen, ne? Genau, nur advancen. Nur advancen.
mal einen 5-Mann-Trupp hinein. Ist alles regulär, ne? Bei dir? Bei dir ist alles regulär. Außer, Moment. Moment. Veteran. Das ist Veteran. Ja. Das ist Veteran. Ja. Das ist regulär. Und der nächste Trupp ist auch regulär. Okay. Das kann ja irgendwie auch nur sein, weil wir die Sturm gewinnen. Mhm. Die Advancen, 6 Zoll ins Gelände. Das ist ja auch einfach mal 3 Anti-Tank-Sachen dabei, ne? Naja. Pack, Puma und Stuck, ne? Pack, Puma, Stuck und den ganzen Hintern voll Panzerfäuste. Also ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich 1000 Punkte sind, es bestimmt ein bisschen mehr. So, nächster Trupp kommt über diese Seite. Und dafür habe ich auch keinen feigen Bärschlag. Nee, der kann auch nach hinten losgehen. Das will ich doch hoffen. So wie das eine Mal. Kann, muss aber nicht. Ja, also auf dem Turnier hatte ich immer Glück. Aha. Also nicht eine 1 geworfen. Nochmal für mich. Ich bringe den Medic rein. Oh, du hast einen Medic dabei. Ja. Mit extra Order, ne? Genau. Hm. Ein Würfel für dich. Dann bringe ich. Das. Das wird wahrscheinlich heiß umkämpft sein. Bringe ich mit einem Run den zweiten Trupp rein. Gar nicht so einfach mit diesen Figuren aufzustehen. Hier rein. Muss ich irgendwann mal hier mit hinmachen. Hätten wir für die erste Lage nicht mehr würfeln müssen? Nein. Nee, ne? Dann. Das machen wir nur bei Reserven. Ich bin selber anders. Wie gesagt, schon raus. Dann werde ich. Mein MMG. Ich darf eigentlich nicht voll aufmessen, aber darf ich eben 6 Zoll hinein. Nein. Du kannst mit dem MMG run. Also einen Run ausführen. Ja, aber ich bin ja am schnell gelände, oder? Ach so, weit. Ja, okay. Will ich. Ja, natürlich. Da dürfte ich jetzt sogar nur 6 Zoll hinein. Das positioniere ich 6 Zoll hier in den Wald. So, das ist für mich. Ja, dann bringe ich mal einen weiteren Trupp rein. Ja, den lasse ich einfach hier hinten dran laufen. Fettzellbeobachtung. Mhm. Da hätte man jetzt mal so eine heulende Kuh dabei haben müssen. Das wäre nicht schlecht gewesen. Da. Das war ein Turnier ja? Katjuscha. Ich habe recht eng aufgestellt. Die Katjuscha schießt und 3 Sechsen. Oh. 3 Einheiten komplett weg. Erste Runde. Hat also bestimmt Spaß gemacht. Grau. Mein. Ja, ihm tat das schon fast leid, ja. Also ein bisschen unangenehm. Mein Officer mit Sehschwäche. Okay. So dicht wie er das die Augen hält. Achso. Nochmal für dich.
So, jetzt muss es langsam interessant. Jetzt kommt Olaf so, hat noch einen Mörser da draußen, hat noch den Puma, das Stück und die Pack da draußen stehen. Wie weit schießt der Mörser? 48 Zoll? Der Medium? Mhm. Der ist, glaube ich, sogar 60, wenn ich mich nicht irre. Da gucken wir doch mal ganz kurz. Gucken wir ganz kurz rein. Ich habe nämlich ein Medium Mortar 18 mindestens, 60 maximal. 60? Ja. Dann. Ja. Pam! So ein Mist. Das finde ich doof. Noch ist es egal, aber ich könnte jetzt schon hineinkommen. Und könnte. Da wir noch mit der alten Regie-Regel spielen, ne? Ja. Und was kommt denn Gelände? 19? Ne, das Radfahrzeug 12 Zoll. 12 Zoll. Und schießt auf den Mörserspotter. Ne, was ist das, der Mörserspotter? Verdammt, Idiot. Aber den sieht er nicht ganz gut. Ja, ich schieße halt einfach mal drauf. Ja. Du bist gefahren, ich stehe im Wald, das ist auf jeden Fall schon mal eine 5. Wie viel Schuss? Mit was schießt du denn? Ich schieße. Oh, ich könnte mit dem MG schießen, ne? Hat er auch einen MG? Puma? Ja. Hat er, ne? Könnte auch mit dem MG schießen, hätte ich. 4 Schuss. 4 Schuss. Ja, ich schieße mit dem MG. Das ist lange Reichweite. Lange Reichweite bewegt gleich Deckung 6. Das dürfte kein Problem sein. Extra die Zinkenwürfel eingesteckt. Oh ja. Zwei Treffer, ein Pin. 4 ist er tot. 4 ist er tot? 4 ist er tot. Das klappt. Und das Butter ist raus. Wie weit ist dein Sanitäter weg? Nee, das reicht glaube ich nicht. Nein. Gut. Den ersten Würfel rausgenommen. Nee. Fürs Blatt. Nee. Das ist ja, der Mörser kann ja weiterhin schießen. Ah. Das ist deine eigene Regel, oder was? Nein. Ja, das mach mal. Scheiße. Was hast du noch am Panzer? Ich habe den M18. Ist das ein Recce? Nee, ne? Ja. Der M18 ist ein Recce? Ja. Tatsächlich. So ein Mist. Okay. Und? Noch irgendein Fahrzeug, ne? Ein Jeep. Noch ein Jeep. Der M18 ist ein Recce-Panzer. Jetzt muss ich mich entscheiden zwischen meinem Stuck oder meinem. Jetzt, wenn ich den jetzt reinsetze, wird er den sofort unter Beschuss nehmen. Da können wir von ausgehen. Daumen. Den Pack muss ich reinbringen, damit sie in der nächsten Runde auch schießen kann. Kaum Wirkung. Achso, ich habe eh die letzten 4 Würfel. So, ich habe die letzten 4 Würfel, ich bewege meinen Air-Observer. Darf der sich noch bewegen? Ja. Den haben wir doch aufgestellt. Nur am Anfang. Ja, Panzer, Jeep und noch den Airborne Squad. Eigentlich ist es scheißegal, wo ich den hinstelle, den Panzer. Naja. Vielleicht ein bisschen in Deckung. Ja, ja, hier siehst du nicht. Ich
würde jetzt aber trotzdem noch auf den Puma schießen wollen. Wir haben hier so einen super tollen Laser, ne? Ja, Rocky! Ja. Jetzt treffe ich dich nicht mehr. Das war der. Dann habe ich noch den Jeep. Und das ist halt eine Regel, die verstehe ich bei Bolt Action nicht. Diese Rack-Regel ist total. Ist zwar nett, aber das, solange ich oder sobald ich schon noch den Order Dice schon gelegt habe, ich immer noch Racky habe, das finde ich halt irgendwo blödsinnig. Racky sollte man nur nehmen dürfen, wenn noch kein Befehl ausgesprochen wurde. Man könnte das auch über einen Moralwerttest könnte ich das. Ja, oder so einen Moralwerttest auch machen. Also ich könnte sie ankratzen. So, und die Airborne. Ja, lass ich hier auch reinlaufen. So, erste Runde vorbei. Erste Runde vorbei. Dann Würfel einsammeln. 10, 11, 12. So, hat schon jemand Marker eingenommen? Könnte eng werden. Ich nicht. Ich auch nicht. Da hinten auch nicht. Ich auch nicht, nein. Gut, alle Würfel rein? Ja. Erste Runde noch nicht ganz vorbei. Doch, schon die erste. Erste Runde ist vorbei. 1, 2, 3, 4. Luftschläge gibt es auch nicht, weil keiner angefordert ist. Weil du nicht wolltest oder weil du nicht. Ich habe nichts gesehen. So, zweite Runde. That's the first dice. Das ist ein Deutscher. Das finde ich schon mal gar nicht schlecht. So. So. Jetzt wird's interessant. Entweder poche ich da drauf nochmal. Ist der Jeep auch Racky? Nein. Ist gut. Dann fährt er vor. Und den Jeep, ne? Auf den Jeep. Also so deshalb, ne? Könnt ihr so fahren, dass ich ihn. Ja, alles gut. Keine Deckung. Bewegt. Bewegt. Lange Reichweite, denke ich mal. Obwohl, naja. Ne, 30 Zoll bin ich drin. Okay. Auf die 4. Auf die 4. Ja. Auf die 4. Habe ich denn gute Würfel? Ein Schuss. Feuer frei. 4. Treffer? Treffer. Ja, zerstört, ne? Ist ja Softskin. Ist automatisch kaputt. Hat plus 5. Plus 5? Ja, was ist das? Medium? Ne, plus 4, ne? Ne, Medium ist das. Medium H. Ja, keine 1, du musst dir wirken, aber keine 1 halt. 5. Ja, zerstört. Dann einen Würfel raus. Jetzt hast du First Blood. Hatte ich vorhin nicht schon was ausgeschaltet? Das war nur der Spotter. Ach, und der zählt nicht, oder was? Nur ganze Teams. Ach ja, stimmt. Nächster Würfel. Ein grüner. Mein Erbserver sieht hier schon wieder nicht. Der sieht doch andere Sachen, der Erbserver, oder nicht? Da hast du noch zwei Luftschläge. Ja, ja. Ich schieße mich erstmal auf deinen Pack ein. Ha! Wenn die jetzt trifft, ne? Nein. Stopp. Womit willst du denn darauf schießen? Mit dem Mörser. Siehst du mich? Ja. Ja. Ja, ohne Scheiß, ich seh dich. Echt? Ja.
Das ist. Guck mal hier, wenn der stehen würde. Aber der liegt. Aber wenn ich auf Höhe dieses Kopfes gucke. Dann also ich will mich da hier nicht so anstellen. Sehe ich den Mann mit dem Fernglas. Ja. Ja, ja. Ich will mal nicht so sein. Hier. Ja. Dass du da über den Busch rüber guckst, ist mir schon klar. Aber Sichtlinien. Also wenn ich auf diese. Guck mal, der hier. Ja. Geht, ne? Also ich sehe den Typ mit dem Fernglas. Schon klar. Mhm. Ist so. Ja. Mhm. Zieh lieber einen Würfel. Ach so. Schnell vom Thema ablenken. Erste Runde und ich habe ihn schon voll unter Druck gesetzt. Hervorragend. Oh. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ist irgendwie vor? Ein grauer Würfel. So, ich bin blau, du bist rot. Ne? Ja, wenn du das sagst. Habe ich jetzt mal bestimmt. Da muss er wieder seine Liste konsultieren. Ich muss ganz kurz mal nachgucken. Hat die Pack eine Überschwere oder eine Schwere? Pack Fisch. Eine Pack 40? Ist das eine Überschwere? Eine Heavy. Das ist eine Heavy, ne? Ja. Die schießt. Auf den Medic? Nein, ich werde nicht auf deinen Arzt schießen. Laut Genfer Kommission okay. Werde ich das nicht tun. Obwohl er ist gerade schön im Blickwinkel. Ist ein Würfel, ne? Genau, man muss das ja auch von der vorderen Seite sehen. Du Schwein. Schwein. Ich werde HE schießen mit der Pack auf das MG-Team. Ja. Und das sind. Was machen die denn? HE3. Okay. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken. Die schießt 84 Zoll, 72 Zoll, dann bin ich auch noch in normaler Entfernung. Ich habe Deckung, kriegst du nicht. Nee. Die 3. Wow. Treffer. 3W6. 3W6, yeah. Warte, ich habe mir extra einen W20. 19 Treffer. Von mir aus auch Pins, ist nicht da. Und die 3 Treffer sind 2. Zwei Treffer mit der Spen 2, ne? HE W3, DSK 1. Ach, nur 1? Mhm. Stark 1, okay. Also 3. Na, immerhin. Einer tot. Und wie viel Pin kriegst du? Ein. Ein Pin. Na, immerhin. Volle Achtung. Nee, kriegen wir das ist doch eine HE-Waffe. Du kriegst ja nicht W2-Pins oder? HE, W3. Ja. Ein Beschussmarker, Durchschlagskraft 1. Achso, okay. Bei der Überschweren wäre es auch nur W3. Ah, sehr gut. Wieder grau. Ja, gut, schieße ich doch auf die Grenze. 36 Zoll. Ah, warte mal, stopp, ich kann hier noch mit dem Medic rein. Kannst du das sofort machen? Ja. Oh, ja. Ich habe aber schon den Würfel gezogen. Das haben wir ja, also wir spulen gleich nochmal die Kamera. Ja, natürlich. Unglaublich. So, dafür. Ja, wenn du auf den Medic schießt. Schieß auf den Medic. Ja, ich kann mich Gott sei Dank selbst heilen. 2. Kannst du? Ja. Was ist denn das? Superman oder was? Ja. 5 Schuss. Ja. Auf die 4. 4. Achso, nee, Moment, stopp. Du stehst nicht am Geländestück dran. Das heißt, ich krieg schon. Achso, und hier sowieso krieg ich Deckung. Auf lange Reichweite kommst du überhaupt hin? Ja, 36 Zoll. Also, hast du kein Augenmaß? Nee. Das sind 30 Zoll. Okay. Dann ist das lang, dann ist das Deckung, dann auf ist das auf die 5. Kann ich ihn trotzdem vom Herz.
Scheiße. Und kleines Team auf die 6. Du bist so ein Angeber, ey. Ja. Du glaubst, du kannst die Regeln, ne? Ja. Ja. Ich kenne doch, dass du auch gerade schon, nachdem der Würfel gezogen ist, deinen 50 gerettet da. Das habe ich ja. Du warst so schnell, ey. Wir sind nur zweimal drauf. Weil das Kalle gebaitet hat. Super Kalle. Ja, weil du die auch bei den Amerikanern als in die Trupps mit reinnehmen kannst. Ach so. Zwei Mann. Dann hat er das. Verstehe. Das nicht. Das nicht. So, mein Mörser möchte sich auch mal einschießen. Wo steht dein Spotter? Ach ja, im Haus. Im Haus. Na gut, dass der Wald davor steht. Ja, willst du mir doch jetzt hier nicht, kann ich da durchgucken? Kannst du nicht. Ich guck doch über den Wald drüber. Der Wald ist aber unendlich hoch. Ach, der Wald ist unendlich hoch. Jetzt verstehe ich, ja, Schwimms. Würdest du bitte den Marker da wieder hinlegen, dass du den Verlust erlitten hast, weil der Würfel schon gezogen war? Ja, würde ich machen. Ja, mach das. Nee, warte nicht. Nee, machst du nicht? Nee. Da kann ich nicht drüber durchgucken. Ja, gut. Ich meine, da steht auch ein Dach. Okay. Also ich gucke über den Wald hinüber. Ja, gut, okay. Lassen wir mal so gelten fürs Fernsehen. Pass auf, wir machen das anders. Weil ich schon lange nicht mehr da steht da halt hier. So. Das ist aber kein Witz, ne? Da ist ein Fenster. Ja, alles klar. Du bist aber zu. Weißt du? Stell Verlustmarker hin. Ja, ist okay, ist okay. Also so, ihr seht, wir beherrschen das Spiel. Grandios. Grandios. Also und der steht oben in diesem genau. Fenster. Okay. Und guckt darüber. Ja. Ich würde sagen, ich mach mal einen Lucky Shot. Auf diesen Trupp. Auf das MMG. Darauf? Okay. Kannst du mich überhaupt sehen? Ja, kann ich. Ja, gut. Ganz komischer Spiel. So, auf die 6. Treffer! Oh. Nicht. Schade, schade, schade. Naja. Ihr seht, wir nehmen das Spiel furchtbar ernst. Ist ja auch ein Beer und Bread so schön. Ja, ja, jetzt auf einmal. Wenn es dann darum geht, Verluste zu markieren. Oh, ich habe noch ein Medic. Krieg Husten. Siehst du? Ich bewege mich, ich advance. Du bewegst dich, du advanced. Wie ist das denn, wenn wir jetzt die Fahrzeuge reinbringen? Muss ich dafür würfeln? Ja, jetzt ist es auch selber. Minus 1? Mhm. So, ich möchte auf dein MG schießen. Was schießt du denn da? Weiß ich noch nicht. Das sind also Gewehre nicht, aber die Bars kommen ran. Wie weit schießen die? 2 Bars, 32 Zoll. Bars können schießen und haben keinen Abzug in der Bewegung? Ich habe eh keinen Abzug auf Schießen. Hast du nicht? Nee. Was ist? Also ich schieße jetzt auf Lang, ich schieße auf Deckung, auf die 5. Ja. Das sind 2 Treffer. Auf die 4, ja? Das ist ein Toter. Ein Toter. Hättest du jetzt einen Medic, könntest du ihn jetzt heilen. Aber wenn der nächste Würfel gezogen wäre, dann wahrscheinlich nicht mehr, oder? Wie siehst du das? Kommt drauf an, wie schnell der Würfelzieher ist. Ah ja. Ach, wie schnell? Ach, jetzt geht's nach der Schnelligkeit der Würfel. Ich habe schon das Ziel angesagt, abgemessen und dann hast du dein Medic aktiviert. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich pinne mal mein MG. Ja, ganz locker aus der Hüfte. Das sind 4 Schuss. Mal gucken, ob ich an deine Pack rankomme. 32 Zoll. Das ist lang, leichte Deckung, auf die 5. Ich glaube, wir haben Panzerschild, oder? Da ist ich töte dich auf die 6. Ja, Parade. Insgesamt 5. Ja. Das war gar nichts. Der Medic läuft hier mal mit. Das ist mir aus dem Schussfeld. Boah. Run. Grau.
Mein... Können die eigentlich hier hoch? Ja. Ja? Ja. Dann gehen die da hoch. Also nein, du musst diesen Weg dafür nutzen. Das ist aber nur, wenn ich das mache. Wenn du das spielst, kannst du natürlich... Ja, ne? Ich, ja, meine haben halt eine super Ausbildung. Ah, ich verstehe. Hm. Ich mach mal Folgendes. Wir sind ja zum Spielen hier. Die bewegen sich 6 Zoll hier oben rauf. So, Olaf hat inzwischen einen Marker. Ich habe 2 Marker. Olaf wird wahrscheinlich da auch gleich noch den zweiten nehmen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5. 8. Die schießen auf... Nein, ich stehe hier hinterm Wald. Ach, wenn sie hinter dem Wald stehen, das ist auch wieder so eine Regel, die neu ist, ja? Okay. Nee, die ist schon echt ein bisschen länger. Gut, dann... Aber ich sehe dich auch nicht. Also ich sehe dich schon. Ja. So, dann schießen die auf das MMG. Ja. Und zwar 16 Schuss. Warte mal, kannst du mal hier drüber halten? Das Base, ich muss nur Space sehen, ne? Ja, ist nur die Frage. Ja, die Mehrheit sieht durch. Ja, kriege ich keine Deckung. Ja. Dann bekommst du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 Schuss. Okay, aber musst du aufteilen, ne? Oder sind das alle Sturmgewehre? Alle Sturmgewehre. Achso. Warte mal, eines. Alle Sturmgewehre? Ja, sind alles Sturmgewehre. Teuer so ein Trupp, wa? Ja, was soll ich machen? Passt auch noch, aber lange Reichweite. Achso. Ja, Reichweite 4. 4. Sturmgewehre hatten noch 2 Schuss, ne? Ja, ja. Ja, ne? 2. Also normalerweise schon, und bei 6. Dir. Bei mir nicht, ne? Nur wenn du die hättest. Versteh schon. 1, 2, 3, 4 Treffer. Ja. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Treffer auf die 4. 10 Treffer auf die 4. Okay. Hätte ich den Medic damals stehen gelassen. Ein Futter? Ja. Ja. Komplett, ne? Ja. Zweite Würfel. Ah, ja. Gut, der Würfel hast du schon gelegt, ne? Ja. Dran sein. Der Trupp rennt ins Hops. Okay. Das heißt, es ist ja auch automatisch der Marker dran. Ja. Du hast den Würfelsack. Achso. Ja, die reguläre Trupp, der macht einfach mal einen Run. Aha, dich mutig. Mhm. Ja, nächster Würfel. Grau. Ich habe hier hinten noch mein Dings. Bewege meinen Commander. Mhm. Grün. Die Airborne macht einen Run. Ja.
das ja heute auch dein erstes Ligaspiel. Das war mein erstes Ligaspiel? Mhm. Wenn das mein erstes Ligaspiel wäre und ich hätte das vorher gewusst, Sprenzi Boy, dann hättest du da nicht nochmal gewürfelt. Spiel hin oder her? Da kann ich nicht durchgucken, ne? Also, du siehst mich nicht, ich sehe dich nicht, ne? Nein. Sehr gut. Außer ich stehe im Wald drin, dann sehe ich dich. Ach so. Dann siehst du mich aber auch. Ah, ich verstehe. Aber ich krieg Deckung. Ah. Das ist ja ganz schön kompliziert, das Spiel. Aber wie? wann habe ich denn noch? 2. 1. 2 sind nach hinten. Die hier machen ein Advance. 6 Zoll. Und schießen auf den Top. Wenn es denn reicht. 3 reichen. Okay, bewegt harte Deckung. Wieso harte? Steinmauern. Das hier ist eine harte Deckung, weil ich da drüber schieße. Diese Regel werde ich nie raffen. Also bewegt lange Reichweite auf diese 6. Nee, diese Doppel 6. Bewegt lange Reichweite, harte Deckung 7. Eine 6. Eine 6. Nein, nein, leider nicht. Diese Regel ist Mumpitz. Ich bewege den Trupp in den Wald. Aha. Mit einem Advance. Und werde auf den Trupp da hinten schießen. Down. Okay. Ich denke mal, es kommen eh nur die... Oh ne, es kommen auch die Rifles ran. Okay, das heißt, ich habe... 4 Schuss bar. Ich habe 8 Gewehre. Quatsch, 7 Gewehre. 2, 4, 6, 7. Sie registriert nicht, lange Reichweite. Wenn du jetzt auf den Wald hinaus schießt, kriege ich keine Deckung? Theoretisch eigentlich schon, ne? Eigentlich schon, weil wenn ich auch über die Mauer schieße. Ja, eben. Also auf die 5. Daumen 6. Oh ja. Sind trotzdem 4 Treffer. Regulär waren das, ne? Wegen Veteran. Veteran? Dann ist einer zum Snipern. Oh, der ist gesnipert. Dann nehme ich den Offizier. Kannst du würfeln, ob du bei der 4, 5 und 6. Nein, dann ist der Offizier raus. Okay. Das ist witzig, ne? Ist ja ganz nett, ja. Mein Captain. Geht mal hier in die Welt mit rein. Ich hätte einen Schuss abgeben können. Siehst du, du bist zu schnell. Naja, auf was willst du denn schießen mit der Pistole? Ne, der hat ein Dings in der Hand, ein Gewehr. Da. Ja, dann schieß doch. Ja. Auf was willst du schießen? Nein, ich spiele jetzt fair. Ach ja, spielst du fair? Mann, wegen dem einen Sunny-Wurf. Ja, das kann das Spiel entscheiden. Ein. Wie viele Würfel habe ich denn noch? Ein. Wo kommt denn dein Panzer? Das kann ich dir noch nicht sagen. Vielleicht gleich, vielleicht gar nicht. Der Trupp ist im Haus, ne? Ja. Der Observer ist hier oben. Ja. Okay, komm, ich schieß mal mit dem Panzer auf das Haus. Ich kann auch gerade fahren und den Ton dann ausrichten. Ja, bewegt. Unter Deckung die 5. Mit dem Hauptgeschütz, also HE schieße ich. Bewegt hat der Deckung auf die 5. Erstmal runter tut sowieso noch die 6. Auf die 5. Bewegt hat der Deckung auf die 6, richtig. Oh, ich hab's ja gesehen. Ich hab's ja gesehen. Okay. Das ist der Recky-Panzer, ne? Das ist der Recky-Panzer. Erwähnt dich, dass der flankt? Nein.
dich ganz schön unter Druck, ne? Total. Achso, ich muss würfeln. Ich versuche den Panzer reinzuholen. Mit 10 dürfte es nicht geklappt haben. Nein, der ist down. Vielleicht auch ganz gut, hat mir die Entscheidung abgenommen. Ja. Mein Erbserver geht down. Okay, dann war's das. 1, 2, 3. So, jetzt müssen wir mal Marker zählen, ne? Du hast 2. Das ist also 2 Punkte. 8. Ja. Ebenfalls 2, wieder auch 2 Punkte. Kriegt man die nur einmal oder jede Runde? Jede Runde. Jede Runde. Wer lässt sich denn solche tollen Dinge einfallen? Wir, vor dem Spiel. 2, 4, 6, 8, 9. Und einer ist hier drin? Ja. Möchtest du den ersten Würfel haben? Würde er dir was bringen? Ja. Gut. Ach, das ist aber jetzt ein bisschen komisch, Brent. Merkwürdig, ja. Na komm. Die Pack sieht mich auch schon, ne? Ja, eine harte Deckung durch die Mauer. Tja, wird die Pack dich sehen? Wird die Pack auf dich schießen? Ja. Eins muss man jetzt aber nochmal sagen. Die Recce-Regel ist wirklich ein bisschen bescheuert. Wenn ich, also wenn du jetzt Recce machen würdest, dann würdest du einen Würfel dafür bekommen. Aber wenn du einen Würfel hast, kannst du es trotzdem machen. Das ist ein Blödsinn. Ja. Also das, die fairste Lösung würde ich finden, um meinen Panzer zu retten, wenn ich noch keinen Würfel habe, dann darf ich einen Recce machen. Ja. Und dann ist der Würfel weg. Ja. So, und wenn du dann nochmal auf mich schießt, dann ist es vorbei. Ja. Oder man muss es über einen Moralwerttest jedes Mal machen. Du hast den Würfel gelegt, dann würde ich vorschlagen, okay, mach Moralwerttest minus 1. So als wenn du halt reinkommen würdest. Oder Moralwerttest bei gepinnten Fahrzeugen oder sowas. Naja gut, den ist ja mal schwierig zu pinnen. Also ich würde sagen, dass das... ich bewege mich jetzt nämlich ein Stück. Ja. Und feuere auf den Puma. Ja, das ist total bescheuert. Aber gut, der Vorteil ist natürlich, dass du mir jetzt den Würfel wegnimmst. Weil ich jetzt natürlich... Was hat der denn für eine Kanone? Überschwer? Heavy. Heavy. Schon hinterm Wald. So, hinterm Wald. Ich sehe dich nicht mehr. Dann muss ich den Würfel... Das ist natürlich zu sagen, gut, jetzt hast du mir natürlich den Panzer für die Runde rausgenommen. Muss mir mal einen Würfel geben? Ja, würde ich ja gerne. Achso. Ich würde es aber halt besser finden. Das ist auch in Ordnung. Ja. Aber jetzt, wenn du jetzt... Um eine Falle zu stellen, könntest du jetzt halt mit einem anderen Panzer vorfahren und trotzdem könnte ich immer noch ein Recce machen. Ich meine, gut, hier ist es gerade ein bisschen doof, aber... Heimgehen geht noch auf den Trupp im Haus. Gefahren. Kurz. Gefahren hat Deckung 6. Nix. Ja. Das ist genau dasselbe. Jetzt schieße ich auf den Panzer. Ich fahre zurück. Und du fährst zurück. Weil er aber schon geschossen hat, ist es blödsinnig, jetzt mit der Pack drauf zu schießen. Ja. Ich schieße mit der Pack. Auf den Medic? Wo ist der? Nee, hier. Auf den Medic, das mache ich. Nachher. wie weit schießt Panzerfaust? 12 Zoll? Panzer 12, ja. Panzerfaust 12. Panzerfaust schießt 12 Zoll. Bewegung 6 Zoll. Effektive Reichweite 18 Zoll. Mit Chapel Charge, keine Ahnung, auf die 7 oder so. Ja, so ungefähr. Nee, ich werde einfach mal das Objekt einnehmen. Bewege mich. An die Mauer heran. Ja, jetzt kannst du über die Mauer schießen, aber wahrscheinlich würde ich Deckung durch diese Mauer bekommen. Ja, natürlich. Ja, kriegst du Deckung. Ja, weil der... Da kriegst du dann auch harte Deckung, ne? Ja, Stein. Das ist Regelbuch. Da würde ich mir eine Regel wünschen, wie es bei Infinity der Fall ist. Da kriegst du nur Deckung, ja, wenn du am Mauerstück dran bist, aber nicht, wenn du vom Wegstehst. Ja. Wer jemals mal mit einem Gewehr geschossen hat,
ja, und im Gelände damit rumgeballert habe, der wird wissen, dass diese Regel Mumpitz ist. Trotzdem schieße ich drauf. So. Das reicht auch. Also wie wir jetzt alle gehört haben, schießt Olaf auch gerne mal in seiner Freizeit mit Gewehren. Ja, früher hat es gemacht. Da hieß das Bundeswehr. Ach so. Fünf Schuss auf die 7 wahrscheinlich. Bewegt 1, lange Reichweite 2, harte Deckung auf die 7. Ja. Nein. Nee, das war mal so gar nichts. Na, was sollen wir tun? Ich schieße erstmal mit dem Mörser. Achso, ich krieg hier einen. Der Mörser ist eingeschossen auf die 5. Also. Oh, und der trifft. Auf was? Auf die Pack. Was? Mal gucken, wie viele Treffer. 2. 2 Treffer mit Stärke 2. Also regulär, also. 2, ja, 2 Tote. Wir haben eine 4-Mann Besatzung, ne? Mhm. Und Pin. 2. Ist jetzt eingeschossen, trifft jetzt also automatisch auf die 2. Hast du wieder auf die Pack geschossen? Ja. Ein Grauer. Hätte mit der Pack mal schießen sollen, ne? Mit dem Mörser, der mich angeblich sehen kann. Verstehe schon. Ich sag dazu nichts. Sprinzen soll zu seiner eigenen Entschuldigung gehen. Ist der offen? Ja. Der ist offen, top. Das ist ja eine nette Information. Das ist aber nicht schlecht. Ja, ich werde jetzt einfach mal mein MMG versuchen zu aktivieren. Ja. Dazu muss ich einen Moralwert-Test schaffen. Ja, den schaffe ich. Mit 4. Und schieße 5 Schuss auf den Trupp da hinten. Ja. Das sind 12 Zoll. Ja. 25, lange Reichweite, Deckung auf die 5. Ja. Na, immerhin 2 Treffer. Auf die 4. Oh, Attack! Ha! Okay, was? 5, schade, einen Toter. Ein Toter, ich habe einen Medic da stehen. Würfel. Ey, das gibt's gar nicht! Aber ein Pin. Ja, ein Pin. Das gibt's gar nicht. Ja. Jetzt hat der Medic sich schon gelohnt. Ich finde, der Medic sich schon gelohnt. Das ist nur gelohnt vorhin, weil er den Arm überlegt hat. Der Medic hat sich gelohnt. Autsch, der Trupp bewegt sich weiter vor. Mhm. Und schießt auf den Trupp, wie eben auch. Wie viele Schuss sind das? Das sind 11 Schuss. Oh, jetzt muss ich aber auch, die Bars sind kurz, die Gewehre sind lang. Ne? Was? Beide stehen. Also die Bars sind keinster Weise vom Fleck rühren. Die Bars auf die 3. Mhm. Dann sind wir die Max haben. Oh, 4 Fünfen. Wow, toll. Und die Gewehre auf die 4. Auf die 4, das ist lange Reichweite. Lange Reichweite auf die bewegt zählt nicht. Bei den Gewehren? Bei den Amerikanern gar nicht? Was können die denn viel besser als ich? Doof aussehen. Aber was noch? Ja, egal. Ja, auf die 4. 2, 4, 5. Das sind 9 Treffer. Ja. Du musst erstmal 5 würfeln. Warte, zeige ich dir mal. 4 Stück und davon 2 zum Snipern. Oh, ein Sniper. Was ist denn da so drin? Panzerfäuste? LMGs? LMGs 1, ja. Dann nehmen wir das LMG raus, den Schützen. Und wie viel noch? 1, 2, 4. Also insgesamt 4. Dann ist da ein Moralwert-Test fertig. Fühlt sich toll, oder was? Ja. Der
das kippe. 8, 4, 8. Und wir kriegen Besuch. Ich habe 4 Verluste. Moralwert habe ich geschafft mit 8. Selbst bei einer 9 hätte ich es noch geschafft, weil mein Offizier in der Nähe ist. Ja, okay. Trotzdem sieht es nicht so gut aus für uns. Nee. Aber da werden wir gleich mal zurückballern. Der nächste Würfel. Das Maschinengewehr geht in den Wald. Ja, geht er. Das kostet dich einen Würfel. Meinst du? Ja. Meinst du, das war jetzt eine Fehlentscheidung? Also, bei 20 Schuss. Ist ja die Frage, ob du die 20 Schuss auf das MG anwendest. Ja, mache ich das. Das ist ein Würfel. Ja. Das ist ein Grauen. Achso. Okay, dann kann man machen, ne? Ich werde mir das noch ganz kurz überlegen. Und werde mir jetzt im Kopf machen, wie ich das den Lucky Panzer vernichten werde. Kalle macht Späßchen. Ja. Kalle macht Späßchen, hat er wieder einen blöden. Das ist doch der Geist. Nein, ich werde. Ich werde meine Pack versuchen zu empfinden. Und gebe Daumen. Na toll. Sehr gut. Also den Moralwert-Test schön. Ja, darfst du nochmal wiederholen. Ja, komm. Dann werden die schießen. Aber du hast jetzt drei Marker, ne? So. Auf das MMG. 1, 2, 3, 4, 5. 5 auf die 4. Bei Deckung, ne? Bei Deckung. Mit der Rest auf lange Reichweite. 5 Mann oder 5 Sturmgewehre? Ach, Sturm. 5 Sturmgewehre, darf ich nochmal schießen. 5. 4 sind 3 Treffer. Ja. Das war's. Dann 3 Treffer und sind nochmal 3, sind 6. Okay. Warte, und die dahinter stehen auf die 4. 6 Treffer habe ich. Nichts. Gar keinen. 6 Treffer auf die 4. 7. Weil ich glaube jetzt 2 Stunden. 7 Treffer. Sind 1, 2, 3 tot. Dann ist der Würfel raus. Das ist auch noch Veteran, ne? Ja. Müssen ja Veteranen sein, sind ja Grenadiere. Ja, ja, ich habe meinen Würfel und werde auf deinen Mörser versuchen, mit meinem Mörser zu schießen. Das sind. Ja, das reicht. 55 Zoll, 60 schießt er. Die 6. Auf die 6. Nein. Dann ist Boden auf der 5. So, ich versuche den Trupp hier vorne zu pinnen. Oh, der hat ja schon 2 Pinmarker. Ich träge, dass das klappt. Und ein Pin. Die machen mal einen Run. Die wieder ab? Ja. Warum ist das? Warum denn nicht? Ach, den hat den Mark hast du ganz vergessen. Ja, und der hat aber gut einnehmen können. Ich wollte ihn nicht. Du wolltest ihn nicht? Ich wollte ihn nicht. Das andere Wort für ich hab ihn total übersehen. Medic Life mit vor. Ja. The Germans. So. Ich werde, bevor ich den ultimativen Platz mache, versuchen die Einheit zu aktivieren. 8, 9, plus Offizier, es klappt. Es klappt. Gerade so. Gerade so. Die
Okay. In Deckung. Damit sie vielleicht in der nächsten Runde nicht gleich den Würfel verlieren. Hier nochmal. Das hätte ich. Hatte auch. Wo habe ich denn die Würfel? Genau. Die gehen aus dem Haus. Mhm. Um die Panzerfäuste? Ja. Bewegt ja gecharge auf die 5. Rechte Deckung durch die Haube auf die 6. Die 6. Willst du mit den Panzerfäusten schießen? Natürlich. 4 Stück? Nee, ein. Eine Panzerfaust schießen. Nein, die Panzerfaust schießen. Du triffst auf die 6, lass dich durch. Lässt du durch? Ja. Drei, nicht getroffen. Mhm. Und schieße noch mit dem restlichen Gewehr. Das ist auf dem Top-Hit, ne? Ja. Kann ich. Was kann passieren? Nur pinnen. Nur pinnen. Du musst nur treffen. Ja, kein Treffer. Ja, schon mal gepinnt. Musst du für das Recce auch einen Moralwert-Test machen? Warum? Und wollt ihr einen Pinner? Nee. Ich spiele so selten Recce-Fahrzeuge. Ich wüsste es jetzt nicht. Okay. Das könnte man gleich nochmal nachlesen. Ich habe einen Würfel. Tja. Veteran mit Sturmgewehr, ne? Veteran mit Sturmgewehr. Ich kacke, wenn ich da reinlaufe. Warum? Könntest dann. Geht doch im Nahkampf. Ja, genau. 20 Attacken. Veteran? Du hast reguläre? Na, das sind Veteran und das sind reguläre. Naja. Komm, ich laufe mal in den Wald rein. Ich mach das erstmal. 6 Zoll. So. So, da drin ist jetzt ein LMG. Mhm. Das ist auf jeden Fall kurz. Dann sind 3 SMGs da drin. Da müssten wir jetzt mal gucken, wo die sind. Hier ist eins. Hier ist eins und hier ist eins. Das heißt, wir schießen 12. Ja, kommen alle. Ja, alle 3 ran. Okay, also wir haben 3. Ja. Wir haben 3 SMGs. Die sind erstmal lang. Die sind lang, also auf die 4. Der kippelt. Das sind 1, 2, 4 Treffer. Mhm. Dann haben wir das LMG, das ist kurz. Ist aber bewegt. Auf die 4. Das sind 3 Treffer. Und wir haben 2, 4, 1, 2, 3, 5 Gewehre. Sind auch kurz. Nochmal 3. Das heißt, wir haben 2, 4, 6, 8, 10 Treffer. Schlecht. Jetzt töten wir auf die 5. Das sind 1, 2, 3, 4 und 3 Sechsen. Aber nichts, aber 4 Tote. Vier Tote, ein Pin. Die 3.
10 Treffer wieder. Auf die 5. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Tote, 2 Sechsen. 2 Sechsen. Nix. 5 Tote. Muss man moralisch sehen. Last Man Standing. Hält. Okay. Kannst du teufeln. So. Ein bisschen, ja. Ein bisschen, ja. Der hat dann. Ich werde es Zeit, mit Freiheit zu unterstützen. Rauskomme, dann kriegt er mich. Ist Panzerfäuste dabei? Naja, können die nicht. Also eine Bazooka können die maximal mitnehmen. So. Auf die 8, das reicht. Stück oder wie? Ja. Da, wie viel 9 Zoll, ne? 9 Zoll im Schwanz, ja. So. Und schießt mit den MMG auf die Truppe, auf die 5. Ja. Kannst du beide MMG. Oh ne, der hat nur eins. Der hat nur eins, ja. Nichts. Und HI mit dem Hauptgeschütz. Ja. 4. Ja, oder ne, warte mal, bewegt. Bin ich noch im Wald? Ja, ich bin noch im Wald. Leichte Deckung auf die 5. Ist das denn nicht. Aber es. Kurze Reichweite? Nee, gibt ja keinen Abzug. Ist ja bewegt auf die 4, leichte Deckung auf die 5. Ja, nichts getroffen. Nochmal. Wir wollen mal. Ja. Die schießen. Zwei Mann, zwei Gewehre auf den Trupp. Ja. Lange Reichweite, Deckung. Fünf. Nichts. Bitte, ein scheiß Pin. Achso, ich hab die letzte durch sein. Ja, ich hab die letzten zwei. Was hab ich denn? Ich hab den Air-Up-Server noch. Und, was hab ich denn noch? Der hat gemacht. Ach, mein Offizier, der steht hier im Wald. Ja, den bewege ich hinterher. Und der Air Observer sieht jetzt deinen Puma und legt jetzt den Airstrike auf den Puma. So, wir sind in Runde 4. 6, 8, 10, 2, 4, 6, 7, 8. Haben wir schon 4 Würfel rausgenommen? Ach, den 4 ist meiner. So, markieren wir erstmal die Marker. Also, ich habe immer noch 2. Olaf hat aber 3. Das heißt, der aktuelle Punktestand von 5 zu 4 für Olaf. So, da wir jetzt in Runde 4 sind, machen wir gleich den Airstrike. Er kommt. Bei 3. Bei der 3. Schnitt. Jedes Mal. Immer wieder der Dame. 2 Kunden für 3 Kunden. Da hätten sie auch mal eine Übersicht machen können. Ja, hinten irgendwie. Da haben wir mal einen Keks. So, Luftschlag. Nee. 3 ist, was habe ich gewürfelt? Nur 3. Dann kommt er nicht. Nächste Runde. 4, 5 und 6? Ja. So, bei einer 3 kommt der Flieger nicht. Also nächste Runde. Ja, dann geht es weiter. Tada. Ja. Schieß auf deinen Mörser.
5. Oh, ey. Hast du es gesehen? Eine Sauerei. Passiert nix. Ich schieße auch mit meinem Mörser. Ich treffe auf die 2. Trifft. Wie viel Treffer? 6. Tot. Zuerst mit Schießen, so ein Idiot. Das war ein Fehler. Hätte ich zuerst mit Schießen müssen, damit ich noch irgendwas. Ja, hätte auch nur auf Medic treffen können. Dann hätte er ja auch auf deinen Dingen schießen können. Ja. Weil den habe ich ja gesehen von dir hinten. Natürlich. Muss dann vor. Und schießt auf. Vor. Auf den Panzer. Blacky. Blacky? Ja. 3 und. Neun Zoll sind das? Oh, Entschuldigung, ich bin auf 12 Zoll. Na. Entschuldigung. Neun Zoll? Sind deine 9 Zoll, ne? Ne, du musst ihn nehmen. Achso. Grau. Grau? Wenn ich auf den Würfeln rumgebissen habe. Hab ich schon Kalle. Hm? Habe ich schon Kalle. Und Du beißt immer auf den Würfel rum. Genau. Bewegen sich das toll? Na scheiße, Panzerfäuste. Nur noch eine. Aber da kriege ich Deckung. Leichte. Leicht bewegt, leichte Deckung, Shape and Charge auf die 6. So. Sascha, dann lernen wir vom Meister. Ja. Mach mal eine 1. Ja, eine 1. Schießen mit den Gewehren. Was für Gewehre? 4. Dürfte noch nicht reichen. Wir schießen mit dem LMG. Mhm. Das hat 4 Schuss. Der Weg gleich die Deckung 5. Trifft. Dann nehmen wir schon mal einen Pin. Dann bist du auch 3 Zoll an den Ding dran. Ja, stimmt. Also wenn du mir das jetzt noch durchgehen lässt, dann würde ich gerne in den Nahkampf gehen. Schließe noch 3 Schuss. Ja. Okay. Ja. Oh, das war stimmt. Ey, wenn ich das Ding jetzt verliere, ne? Das wäre doch mal so ein richtig geiles Ding. So eine Art Fury-Kampf. Nur umgekehrt. Aber das verlierst du ja. Findet der Kampf gleichzeitig statt? Nein. Du fängst an, ne? Ja, also mal ganz ehrlich. Ich habe 3 Sturmgewehre, also 3 FMG. Das sind 6. Plus die anderen. 1, 2, 3, 4, 5 Attacken. 11 Attacken auf die 4. Ne, Veteran auf die 5. Schade. 1, 2, 3, 4 Tote. Bang-a-lang! Das wäre es ja gewesen. Schaloppa. So, neue Rüssel. Grau. Den habe ich nicht mehr. MMG. Das
MMG schießt auf den Trupp. Und was? Hm? Und wo? Hier. Wenn du es noch anhältst? Ja, du siehst du mich überhaupt nicht. Aber wenn ich es noch anhalte und so ein Schussding ans habe, dann kannst du auch danach gucken. Achso, ja gut, ich halte Deckung. Das Auto. Ja, von mir aus. Lange Reichweite hatte Deckung 6. Mhm. Fühlt sich toll jetzt, ne? So, ja. Schuss. Jetzt kriegst du einen Pin. Komm, ein! Ja. Ja. Und ein Toter. Und picken darf ich auch. Nein. Ja, Medic? Nee. Boah, nicht rein. Hat das geschafft? Nee. Nimm den Würfel und sieh zu. Ja, ich aktiviere die Einheit. Oh, ah, schade. 9 Offizier reicht. Zurückgeschossen, ne? Feige. Was überhaupt? Also du kriegst harte Deckung. Die 7. Das ist eine lange Reichweite für die Gewehre. Alles Team. 2, 4, 6, 7, ne 6. 2, 6. Harte Deckung 5, lange Reichweite 6. Kleines Team und die 7. Nix. Und die 2 Bars auf die 6. Ein Treffer. Warum auf die 6? Harte Deckung. Lange Reichweite. Nein. Wie weit schießen die denn? 32 Zoll. 32 Zoll? 30. 30? 30. Wo sind die Bars? Welche sind die Bars? Da sind ja gar keine Bars drin. Doch. Hier ist eine. Ja. Und hier. Das ist eine Bar? Ja. Und der da hinten. Eine Bar. Dann wiederholen. Also. 2 Bars. Harte Deckung. Eine Bar trifft. Auf eines lange Reichweite und die andere nicht. Muss ich jetzt neu würfeln? Ja, für die Bar schon. Also muss eine rauswürfeln. Eine auf die. Auf die 6? 6 und eine auf die 7. 6. Ein Toter. Ja, genau. 6, ein Toter. Und jetzt nichts. Also noch ein Mann, ein Pin. Genau. Jetzt haben wir es. Okay. Genau. So viel habe ich gar nicht mehr, ne? 3 Würfel. 1, 2. Ach, die Oma noch. Ja, wir machen das mit folgendermaßen. Die Jungs bewegen sich hier rüber. Neuer Nahkampf. Das wollte ich nicht. Aber ich bewege sie auch. So, 6 Zoll, kommt das hin? Ja. Hier hin. Das SMG schießt. Ja. Das ist kurze Reichweite. Das ist sogar Point Blank. Point Blank, das heißt. Also ist das SMG Point Blank 2. 2 Treffer und die Gewehre auch Point Blank, ne? Ja. Also bewegt auf die 3. 4 Treffer. Ja. Veteran auf die 5. Zwei Tote. Wieso liegen hier eigentlich 2 Order Dice? Ach, warum liegen denn da 2 Order Dice? Ich hab den nur falsch hingelegt. Hm. Für wen? Für den Börser. Der hat schon geschossen und das gepackt raus. Genau. Wir stehen immer noch im Wald, die bewegen sich mal aus dem Wald raus. Advance. Aber sie haben nichts zum Schießen. Von daher kannst du gleich weitermachen. Weiter? Ja.
die drei advancen. Markus auf jeden Fall umkämpft jetzt. Markus auf jeden Fall umkämpft. Dann schießen die. Ja. Drei Gewehre, point blank. Ja. So, dort fehlt auch noch drei. Drei Treffer. Kann ich die Panzerfassung nicht auch noch abfeuern? Klar. Wir brauchen ein separates Ziel. Ein Treffer? Ja. Mit der Panzerfaust ist getroffen. Mhm. Ja, der hat ja auch einen Mega-Pen, keine Eins. Das war's? Ja, eine Eins. Aha. Und nur eine Bande mal. Echt? Ihr hättet mit den ganzen Panzerfausten auch extra schießen können? Nicht extra. Also du kannst entweder nur Panzer fassen, also dem zählt ja sowieso nicht der Panzerfassungsschuss. Okay, würfel. So, da hinten ist jetzt alles abgehandelt. Ich muss jetzt mal den Medic, ich mach da mal einen Run. Ja. Warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz in mich gehen. Ja. Okay, was machst du? Du sollst einen Würfel ziehen. So. Ein grauer Würfel. Ja. Mein Panzer. Ja. Fährt 9 Zoll vor. Schießt mit den MG drauf. Obwohl. Mhm. Ich glaube, es ist gar keine schlechte. Nee. Ist das schon Point Blank? Ja, 6 Zoll, ne? Ja. Mit dem MG. 4 Schuss auf die 4. Fahren auf die 4, Point Blank auf die 3. Genau, so war das. 3 Treffer. 2 Tote. Mhm. Das Hauptgeschütz schießt auch drauf. Ja. Trifft. Es macht. HIW 3. HIW 3, ne? 6, 3 Stück. 3 Treffer. Mit Pen 1. 1. Auf die 3. 3 Tote, 2 zum Picken. Oh, 2 darf ich picken. 3 gehen noch raus, die Bars nehme ich raus. Beide Bars, ja. Beide Bars und den Offizier. Wieso kannst du nur 2 picken? Achso, ja, dann nehme ich beide Bars. Beide Bars. Ja. Und einen normalen. Genau. Achso, und 3. 3? 3. Es hat einen Pin noch, ne? Ein Pin, ja. 2. Mhm. Ja, Achtung, ne? Eine Achtung. Kann man ruhig mal klatschen. Ja. Wie habe ich jetzt wieder einen Würfel zu tun? Achso. Ja, ich aktiviere den Trupp hier vorne. Oh, nee. Den Daumen. Verdammt. Verdammt nochmal. Wieder grün. Was habe ich denn noch, mein Offizier? Habe ich noch einen drin? Ja. Ach ja, den Ari Observer. Ja, Offizier macht man Run. Der schmeißt sich hier mal ins Getümmel. Ja. Grau. Die schießen auf den Trupp. Ja. Lang. Lange, leichte Deckung. Leichte Deckung auf die 5, ne? Ja. Sind. Wobei, warte mal, vielleicht gibt es sogar harte auf das Haus. Nee. Ist auch nur 2 Treffer. Mhm. Nichts passiert. Bitte. Ja, nächster Würfel. Wie viele sind denn noch drin? Ein grüner. Das ist mein Air-Observer. Den Air-Observer lasse ich mal laufen. Solange der andere noch nicht abgehandelt ist, darf er auch keinen neuen liegen. Ne? Nee. Das finde ich ganz gut. Das passt nicht. 1, 2, 3, 4, 5,
5. Ja, komische Geräusche hier auf dem Schlachtfeld. Ja, 6. 7. 8 habe ich noch. Habe ich erst 2 Trupps verloren? Ich habe noch 4. Ich habe auch noch 8. Allerdings habe ich schon 4 Würfel verloren. So, Marker werden gezählt. Ich habe 2, du hast 2. Das heißt, jeder kriegt 2 Punkte dazu. Zählt der Herr-Observer nicht auch? Wie? Als Halten eines Objektivs? Objektivs eines Objekts? Brauchst du nicht halten. Ja. Du brauchst nur rangehen. Du brauchst sie nicht halten. Okay. Aber du hast ja, solange die Chips dran... Ich muss jetzt erst rangehen quasi. Achso. Okay. Tja, Runde 5. Runde 5. Ja, jetzt könnte sich entscheiden. Nicht alles. Ja, könnte sich vieles entscheiden. Gut. Graue Fläche. Ja, ich kann ja auch mal. Nö. Nö. Oh, okay. Oha, da muss jemand überlegen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder schieße ich wieder auf den Trupp oder ich mache einen Panzerschock. Vollgas durch, musst du testen, wenn du den Test verballerst, sind sie tot. Mhm. Oder ich gebe denen noch einen Pin. Hoffe, dass ich vielleicht noch einen kriege. Na, ich schieße mit denen hier. Ja. Der Würfel ist genug, ne? Mhm. Okay. Sagst du. Der Erbser. Ich habe dir lang genug Zeit Scheiße, gelassen zu überlegen. Ja, okay. Ja, nur mal so zum Testen. Ah. Oh, Scheiße. Oh, das wäre richtig gut für mich gewesen. Ja. Egal. Die schießen auf den Trupp. Ja. Nicht bewegt, auf die 3, point blank auf die 2. 5 Schuss. Mhm. Die Katsch 4. 4. 3 Treffer. Mhm. Keiner tut. Waren Veteranen, ne? Mhm. Na, kriegen wir es hin? Scheiße. So. Was machen wir denn jetzt? Du bist ja, richtig nervös. Ja, psychologische Kriegsführung. Ja. Na? Ich wüsste, was ich jetzt tun würde mit deinem. Das ist ja schön. Die Airborne versucht. Nee, ich gehe mit der Airborne in Nahkampf. Was ist das hier? Das ist dein Offizier? Mhm. Dann musst du aber erst den Moralwert schaffen. Ne? Ja. Scheiße. Alle Pins weg. Darf ich heute noch drauf schießen, ne? Nein, in der Nord. Wo mehr als 6 Meter entfernt bist, genau. 2, 6. Was nun? Schönen guten Tag. Guten Tag. Jo. Ja, nicht schlimm. Aber der Felix ist gerade gekommen. Ja, Felix ist gerade gekommen. Was bist denn du? Veteran. Dann sind 2 tot. Dann schlage ich mit einem zurück. Natürlich mit dem Offizier. Natürlich. Oh. Ein Toter. Ein Toter. Oh, das war jetzt aber schade. Aber du bist... Das ist ja wie bei uns. Ich wurde auch aufgerieben. So, 1W6 Neupositionierung. 4 Zoll. Kannst du jetzt eigentlich direkt wieder in den Nahkampf gehen? Nee. Hier, nimm meinen Finger, deinen Kram hier. Hey. Mach mal Platz hier. Deine Mutter. Die Jungs empfinden sich. Aber der Befehl da.
11. Nein. Nein. Tun Sie nicht, Sie gehen dauernd scheiße. Oma ist schon tot? Nee, liegt ein Erbsauber drauf, den ich eben vergessen habe. Der Trupp. Ja. Boah, oh, das ist ja ein... Die wollen. Die haben Bock. Wir haben Angst. Panzerschreck. Schau. Feige! Aber keinen Pin, du hast Run angesagt, meinst du? Ein Run? Nicht Advance. Oder Advancen. Du hast gesagt, du entfinnst dich. Das wäre ein Rally. Nein. Natürlich nicht. Flugscheiße hier. Ja, ich komme schon wieder rein und mache nur grobe Sprüche. Ach, die Bars sind ja raus, ne? Drei Gewehre. Ein Pin auf die vier. Oder Point Blank. Ja. Auf die drei. Drei Gewehre. Deckung, ne? Würde ich sagen. So. Achso. Mehr die Hälfte ist von der Deckung. Auf die vier. Also vier. Wie viele sind das? Drei. Dann ist es nicht die Hälfte in Deckung. Das ist Deckung. Wenn nur also drei, wenn eins, drei, zwei, mal, drei. Du guckst von jedem einzelnen. Entschuldigung. Aber wenn mindestens 50%, dann ist es so, ja, Deckung. Schieß, ja, ich schieße mit drei. Aber ich habe eh Scheiße gewürfelt. Also ein Treffer. Dann kriege ich einen Pin. Nichts passiert. Au. Grau. Ich werde mit meinem Mörser schießen. Ja. Super. Ich schieße nochmal. Ja, ist unser Schrank. Vier Treffer. Wohin denn überhaupt? Auf deinen Mörser. Ach so. Ist trifft er? Ja. Medium hat 1 bis 6. 1 bis 6. 3. Ja. Durchschlag. 2. Also auf die 2. 2, 1, nicht lach mich tot, ey. Was geht da hin? 2. Okay. Ein Toter. In Tritomi. Kein Toter. Ein Toter. Ach, einer ist. Einer ist tot. Das war sogar eine 6. Haha, Moment. Ja. Wirklich. Müsste ich noch eine 6 würfeln, ne? Ja. Ha, pass mal auf. Hattest du die 6 bei den Pinmarkern? Oh! Ja, dann ist er tot. Ne, ich hatte vor die 6 auch. Achso. Ich glaube, Olaf hat geschummelt, aber wir haben es ja. Das ist auf, egal. Wir haben es ja auf Band aufgenommen. Das Gute ist, Jungs, dass die Würfel so klein sind, dass ich nicht glaube, dass sie sehen konnten, was ich gewürfelt habe. Weißt du was? Ich hatte beim Turnier 10-mal hintereinander auf Green die 1 gewürfelt. Echt? Und 10-mal hintereinander 5 oder 6 Pin-Marke aufbekommen. Boah. Wow. Aber Felix hat auch wieder den Doppel-Vierer geschafft. Hier den Vierer-Sechser geschafft. Ja, 6, 6, 6, 6. Doppel-6 zum Treffen, eine 6 bei getroffen und eine 6 rausgepickt mit dem Panzerschreck. Echt? Auf dem einzelnen Team. Aber das Waffenteam war im Arsch dadurch. Ene, mene, miste. Ach, kacke. Alles oder nichts, das ist auch egal. Ist der Nahkampf? Ja. Mit den Veteranen? 7. Hä? Mit den Veteranen? Also mit denen? In meine Veteranen. Ja. Wie viele sind das? 3. Normale. 3 normale. Aber er schlägt zuerst zu. Kann ich jetzt viel Glück haben oder auch nicht? Auf die 5. Komm, 3, 5. Irgendwann muss es doch mal klappen. 2, 6. 2, 6. Ist da irgendwas Besonderes drin? Kann ich ja nicht picken bei 6? Ja. Oh, eine 6. Was sind da noch drin? 3 SMGs sind drin. Nimm mir einen Offizier raus. Ja. Oder ein SMG. SMG. Also 2 SMGs, 2 Nummern. Und 6 Attacken. Auf 4. 2 hast du gemacht. Ne, 1 hast du gemacht. 1 hast du gemacht. Ich auch nur einen. Nein! Geht weiter. Nein. Ja? Doch, Entschuldigung. Doch, ja. Du hast jetzt wie viele Attacken? 2. Kein. Warte mal, was hast du? Ich habe immer noch die gleichen. 2, 3 Tote.
Das war doof. Aber fast wäre es gut gegangen. Ich darf mich neu positionieren. Kannst dich hier positionieren, wie du willst. Oh, 6 Zoll. Ja, scheiße. Da ist Panzer, da ist Puma. Nicht schlimm. Geh mal runter. Grau. Der Puma fährt zurück. Und schießt. Obwohl, warte mal. Oder spielt nur Starterbox. So? Das sind 1250 Punkte. Ja, er spielt. Nee, es gibt auch die 1000 Punkte Liste. Okay. Hoffe ich doch. Na, aha. Ach so. Und scheiße. Du hast vollkommen recht. Scheiße hier. Ich habe mir die ja auch aufgebaut. Und habe da die Hälfte als eine Experience aufgebaut, damit ich 1000 Punkte rausbekomme. Ja. Der Olaf schummelt. Nein, ich spiele nur mit mehr Punkten. Ich weiß aber echt nicht. Oder haben sie die da drin? Aber ist schon okay, ich stehe auf nicht ausbalancierte Spiele. Ne, ist sowieso. Steht 250, 150, 160, 170, 210, 400, 550, 600. Ja, das können wir auch machen. Nach dem Schnee. Nee, das sind 1000 Punkte. Okay. Also der Puma. Der Puma schießt mit irgendwie auf den Trupp. Ja. 4 Schuss. Point blank könnte das sein. Naja. Hat er sich bewegt? Nee, nee. Ich bin stehen geblieben. Jo. Auf die 2. Ja. Oh yeah. 1, 2, 3. Yeah. Naja, war verbunden auf die 5. 5. Keiner. Einer. Einer. Gut. Dann bin ich dran. Ja, der Trupp versucht sich mal zu empinnen. Oh, ich glaube, jawohl. Und 12 Zoll nehmen. Was denn? Ich guck nur. Nach Mission? Ja. Welche? Haben wir uns selbst ausgedacht. Da ist ja irgendwie 6 Marker, wie bei uns auch, aber die Marker zählen jede Runde Punkte. Okay. Also so ist der Punktestand gerade. Nochmal ich. Ich versuche mein Panzer zu aktivieren. 4, 7, 9, das klappt. Doch, ich advance. Kanone auf den Puma. Weißt du? HMG auf den Trupp. Ja. Gut, Kopfgeschütze 6. 3 Schuss HMG. Kann er nicht? Da 6 Zoll. 6 Zoll? Naja, rückwärts. Ah ne, warte mal, er kann sich einmal komplett drehen, wenn er möchte. Ja, dual. Dual directional. Das ist kein Point Blank. Also bewegt auf die 4. Hin. Hm? Hin. Auf die 5. 2 Treffer. Und jetzt treffe ich aber auf, was sind das? Veteranen. 4. Auf die 4. Weil ich plus 1 habe. Ein Toter. Ein Toter, ein Pin. Kau. Die möchten sich aktivieren. Und möchten deinen Panzer im Nahkampf angreifen. Mhm. Okay. Ja? Ja. Okay. Was muss ich dafür machen? Den 4 Test mit minus 3 auf Moralwert. Ja. Da war das minus 10. 10 ja, weiter schafft er nicht. Schafft er nicht. Die geht down. Nee, egal. Warte mal. Ja, du musst, doch, wenn du Anti-Tank-Grenades hast. Er ist aber nicht offen, er ist ja nicht geschlossen. Achso, du wirst ja sowieso nicht reichen, weil er zählt.
Ja. Moralwert ist immer 9, also. Nee, Veteran 10. Veteran 10, ja. Aber du hättest den Moralwert auf den Pinmarker machen müssen. Stimmt. Erstmal musste er, ja, genau, das habe ich schon mal nicht geschafft, genau. Hier, komm, kannst du wiederholen. So, da ist noch ein Trupp. Der Trupp, ja. Sein Haus ist, glaube ich, auch noch ein Boss. Der Trupp schiebt. Oh. Der Trupp wird jetzt einfach mal auf die wieder schießen. 5 Schuss. Auf 1, 2, 3, 4, 5. 4. Deckung kriegst du nicht harte. Auf die 4, ne? Mhm. Und da kriegst du weiche auf die 5. Mhm. Na, halt ja schon wieder, da sind die 6. 1, 4, 6 gewürfelt, ey. Auf den Trupp hier, ja? Und das ist eine 5. Den Trupp hier? Ja. Was sind das denn welche? Das sind reguläre. Oh, 3x6. Warte, ich hab mal Mädel. 4. 3 Tote? Mhm. Oh. Alle 3 gesaved. Alter, der Medic hat jetzt aber richtig schön. Oh, es tut mir echt leid. Gib mal die Würfel her. Ja. Das ist so ein Move. Ja, das gibt's ja gar nicht. Das war einmal im Leben. Du hast heute schon 5 Sechsen beim Medic gewürfelt. Ja. Mein Medic hat 2 von seinen Teams rausgeholt. Also ab sofort ist der Medic immer dabei. Ab sofort ist der Medic immer dabei. Yeah! Ja, auf dem Turnier hat er sich auch gelohnt. Bei mir nicht. Und dreht. Olaf wird immer so ein bisschen komisch, wenn er verliert. Ich werde überhaupt nicht komisch, wenn ich verliere, weil ich hau ich dir alle. Schieße. Oh, hab schon Würfel gezogen. Ne? Nee, hab den noch dran. 4 Schuss auf den Medic. Ja. Ach! Laut Genfer Konvention. Ne? Laut Genfer Konvention steht im Absatz 3, Abschnitt 4, leckt mich am Arsch. Ach so. So. Was ist das für eine Zahl da? Eine 4. Du bist gefahren. Also, nein, reicht nicht. Wieso bewegt? Kleines Ziel. Oh ja. Kleines Ziel. Und das Hauptgeschütz schießt auf den Trupp. Das Hauptgeschütz hätte er eh nicht treffen können. Nee, HE kann ich nicht. Ach, darf er das nicht? Nee, HE-Treffer darf ich nicht. Achso. Nein. Hauptgeschütz schießt HE auf den Trupp. Ja. Oh. Und schießt aus 10 cm mal Flux in den Blödlein vorbei. Runtergefallen. Ich aktiviere meinen Offizier. Und einfach mal so. Ach, da Feige. Oh, ich schieß nochmal. Ja. Lange Reichweite, Deckung, kleines Team. Ja, 6. Bewegt 7. Bewegt zählt nicht. Warum? Weil ich Amerikaner bin. Ist mir egal. Ich hab mir aber nicht. Medic. Bleib den Panzer an. Ja, schießen geht nicht. Wow. In seiner Tasche hat er kein Verbandszeug, sondern Bomben. Bomben. Was habe ich noch? Ich habe noch meinen Air-Observer. Habe ich noch einen Würfel da drin? Ja. Pack mal den G. Ich mach mal einen Run. Komm, ich bin ganz mutig. Du run, run, run. So, einen noch. Das MMG schießt. Auf den Trupp. Ja, minus 1, weil nur noch ein Mann. Was treffe ich dann? Gar nichts. Ja, kurz, leichte Deckung. Ne, bestimmt nicht. Auf die 6. Die 5. Ja, ein Treffer. Ein Schuss. Nichts passiert. Ja. Runde 6. Ja, erstmal Marker zählen. 1, 2, 3 für mich, 1, 2 für dich. Jetzt ist wieder ausgeglichen. Zählen die Killpoints nachher auch noch? Ja. Das ist dann die Regel, die muss man sich dann sparen. Wieso? Weil du halt zu schnell am Ende des Spiels durch Killpoints gewinnst, anstatt durch die. Da ist ja nur einer pro Dings, ne? Also. So einer pro einer, oder? Du kannst ja trotzdem dann ihn wieder raushauen. So, wir sind in Runde 6, Punktestand ist 9 zu 9. Also ich meine einer pro Team. Also. Achso. 6 habe ich, ne?
Ich habe noch 2, 4, 8. Müsste ich 8 haben. Hast du jetzt 2 Stück rausgenommen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luftschlag auf deinem Puma. Ach! Aha! Schade. Na, eins wäre besser gewesen. Das gibt man nicht, hätte legen können. Ja. So! Vielleicht die letzte Runde. Ja, Feuerbefehl. Mit dem. Ach, der liegt noch. Scheiße, kann ich gar nicht. Kannst du nicht. Was liegt noch? Der Airschlag. Der Airstrike. Achso, klar. Hahaha. Das sah am Anfang so gut aus für mich. Jetzt sieht es echt nicht so gut aus für mich. Ich gehe mit der Airborne in den Nahkampf und mit dem MMG. Wollen wir nochmal neu anfangen? Nein. Was gehst du? In Nahkampf. Kannst aber Abwehrfeuer geben. Echt? Das war jetzt gar nicht so. Mit 5 Schuss? Ganz schön mutig. Ja. Steht am Zaun? Nee. Ja, das ist aber nicht schlecht. Aber du bist beim Blank ein. Auf meinen Trefferwurf. Wie weit waren das entfernt? Um jetzt nochmal. Mehr als 6 Zoll. Dann ist es ein Zaun. Ja und? Krieg ich Deckung? Naja, du musst ja reinkommen in den Wald. Ach ja. Du kannst gar nicht in den Ding scannen. Aber ist angesagt, ne? Ist ja, das für den Zaun stehen bleiben? Ja, dann stellen wir hier. Und er darf trotzdem schießen. Ja. Ich darf schießen. Nee, er darf schießen. Du hast ja Nahkampf angesagt. Ach so. Ein Toter zum Finn. Was bringt das? Wahrscheinlich nicht. Ein Toter? Ein Toter testen. Ja, das war jetzt in den. Ja. Siehst du? Du weißt, das ist, wenn man Anfänger ist. Ich geh nach Hause. Nee, ist natürlich so. Sechs. Passt. Okay. So. Das Problem ist, wenn ich selber spielen würde, würde ich es auch vergessen. Ja, man denkt an so vieles, wenn man nicht. Wieder grün. Jetzt mach ich ihn weg. Ist das ein schweres Gelände hier? Nein. Okay. Wie schwer muss es denn sein, um es zu sein? Ich muss ja geradeaus durchfahren, ne? Muss ich geradeaus fahren beim Panzerschock? Doch. Achso, ja, auch das musst du. Ach, was ist das denn für ein feiges Ding? Kommen alle in kurz. Aber hast du da jetzt die Deckung? Mhm. Da ist SMG schon drin, aber das ist ja. Ja, das SMG ist lang, das mache ich mal extra auf die 4. Ne, Moment, 5. Nichts. Und 11 Schuss. 3, 4, 5. Wieder Bass? Ja. Auf die 3. Nein, auf die 4. Entschuldigung. Nur rum genug. 2, 4, 6 Treffer. Was sind das? Dran. Mit Dran sind 3 Tote. Das ist schon wieder diese komische. Genau die gleiche. 3 Tote, 1 und picken wir mal einen Offizier raus. Hast du Würfeln? 2. Nein. Hans, wie viele waren tot insgesamt? 3. 10. 300.000. Und ein Pin. War das deine? Mhm. Boah. Der Panzer aktiviert sich. Oh. Ja. Der feine Herr. Ja. Ist da noch was im Haus? Der Erdschirm. Der Air-Observer. Atombombenobserver. Nee, wie heißt der nochmal? Mörser-Observer. Der Mörser-Observer. Ja, dann Hauptgeschütz auf die Jungs und HMG auf die Jungs. Mhm. Hauptgeschütz trifft auf die 2. Ja, leichte Deckung auf die 3. Ja. Point blank. Wird der Geschützkorb gemessen? Ja, gut. Wenn ich Point blank bin, trifft. Hilfe war das? Heavy. W3. Ein Schusstreffer. Nein. Ein Toter. Pins. Einen, ne? Mhm. Also einen extra. Ich habe getroffen, einen extra, sind 2. Und das HMG macht 3 Schuss auf Point Blank, gleiche Deckung. Gibt es hier auch 3. 2 Treffer, auf die 4. 2 Tote. Scheiße. Jetzt musst du testen. Das wäre jetzt doch mal schön. Minus 3. Minus 2. Nee, Offiziershaus, minus 2. Tot.
Oh yeah. Ja, er spielt wenigstens historisch korrekt, also die Deutschen sterben dann irgendwann. Läuft bei mir heute. So, 6. Können wir Dracky machen. Schon hat er schon, den kann ich ignorieren. Wo ist der Offizier? Ist das der hier? Ja, genau. Okay. Dann schieße ich auf den Offizier. Auf den Offizier? Auf den Offizier. Auf die 4, nehme ich an, ne? Ne, kleines Team 5 oder so. Mhm. Ja. 1. Kleines Team auf die 4. Ja, und? Lang. Lang? Ja, lang ist es gar nicht. Nee. Nee. Wie weit? Keine Ahnung. Auf die 4 nur, ne? Ja, nur auf die 4. Ja, klar. Nur kleines Team. 3 Treffer. Auf die 4 ist tot. Oh. Nichts passiert. Den hat er regulär mit. Das ist scheiße. Dann schießt das. Nein, ich dann nicht mehr. Das MMG schießt auf hier. People Motzterhausen hier. Ja, du bist. Also ich muss das mal. 9 schon oder nicht? Das ist unglaublich. Down. Down. Tja. Tja, was soll ich dazu sagen? Kann man machen nix. Kann man machen nix, musst du gucken zu. Ist ein Kapital. Ich mach Panzerschock. Und fahren. Über den Medic? Ne, das ist der Observer. Über den Medic und über die. Ne, der Medic steht ja oben. Nein. Das der und der. Das ist der Observer. Ja. Muss ich für beide würfeln? Ja. Das heißt. Muss ich eigentlich reinfahren oder muss ich durchfahren? So weit fahren, wie du fahren kannst. Ja, ne? Also kurz vors Haus. Das heißt, ich mache jetzt einen Moraga-Test für den Observer. Bestanden. Bestanden. Der geht aus dem Weg. Genau. Gibt es da Dings drauf? Den die Pinmarker. Nee, ja. Dings. Den Moralwert-Test. Schock. Ja, glaube ich nicht. Ja, wir sind tot, tot. Aber ich glaube, es ist nicht ganz richtig. Aber wir spielen das jetzt so, weil ich das gut finde. Meinst du nicht? Ich glaube, dass ich mit dem Panzer nur Panzerschock fahren kann, wenn ich dahinter stehen bleiben kann. Ne? Kannst du doch. Du kannst nur so weit fahren, wie du. Also du musst so weit fahren, wie du fahren kannst, da du nicht durchs Haus fahren kannst. Ach, ist auch egal. Hauptsache. Ja, das ist nur ein ganzer Trupp halt. Ja, ja genau. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Der Würfel dazu. Noch ein Grauen. Also der Panzer steht jetzt bis hier im Haus ran, oder was? Mhm. Wo ist denn 1, 2, hast du den schon raus? Den muss ich bestimmt noch rausgeben. Ja, der macht hier mal einen Run. Ah, erstmal testen. Ja. Denkst du, triffst du schlecht, fährst du einfach durch. Ups. Naja, also mal ganz ehrlich, wenn die Infanterieeinheiten gut stehen und du mit Vollgas durchkratterst und vielleicht in einer Runde 4 oder 3 Infanterietrupps rauskriegst, weil die alle ihren Moralwerttest verkacken, ja, dann ist das durch, das Ding. Tja. Ja. Ja, Medica läuft, ne? Der Medic hätte die jetzt aber auch nicht rein können, ne? Nee. Nee, ich glaube, es steht nur Infanterie-Waffen drin. Ich glaube aber das gerade nicht. Ach, ja. Hier. Oder da. Das ist das Deutsche? Ja. Das kann ich nicht. Das Englische weiß ich nicht. Die Jungs schießen auf den Medic. Was? Natürlich. Kleines Ziel. Und die vorderen auf die 4. Die hinteren auf die. Oh, auf die 4. Die vorderen auf die 3. Kleines Ziel 4, die hinteren auf die 5. Mhm. Die vorderen auf die 3. Ein Treffer, die hinteren auf die 5.
2 Treffer insgesamt. Die 4. Ein Toter. Kannst du dich selber heilen? Ja. Medic kann sich selbst heilen, ne? Felix? Ja. Wenn der jetzt hier eine 6 gewürfelt hätte, dann hätte ich alle Würfe durchkontrolliert. Ich spiele nicht mit gezinkten Karten. Wieder ich. Also ich habe einen Mörser noch. Oh, toll. Der Mörser macht mal einen Lucky Shot auf die Jungs. Mhm. Ja, trifft. Quatsch. Ja. Nicht schlecht. 6. Ein W. 6. Oh komm, einmal. Eins? Ja. Das ist unglaublich. Ja, einer tot. Unglaublich. Aber Pins. Ja, toll. Ein. Hm. Boah, ey. Aber du bist jetzt eingeranged. Ja, toll. Das hilft mir ja nicht. Hilft mir ja sowieso nicht. Die letzten Würfel sind deiner. 2. Sowieso nicht. Da ist noch ein Trupp. Der Observer? Ach ja. Der liegt hier immer noch. Ja. Stell ich meinen Wald. Und der Trupp, der versucht sich zu entfinden. Das klappt. Oh, cool. Die Guns sind automatisch zerstört. Wenn du die Soldiers mit dem Panzer. Ja. Aber musst du dann komplett rüberfahren können, ne? Ja. Steht drin? Also komplett einmal drüber, dass du da stehen bleiben kannst. So, Felix, gut. Ja, du musst nur. Würfel mal für eine Runde 7. Was müssen ich denn würfeln? Niedrig oder hoch? Hoch. Ich muss das erstmal würfeln. Also, wir brauchen keine 7. Runde spielen. Niedrig. Das wäre eine. Okay. Dann zählen wir. Also, jetzt wird erst nochmal gerechnet. 1, 2, 3 Marker für mich, 2 für dich. Ich krieg 4 Punkte, weil ich eine 4 gewürfelt habe. Hab somit das Spiel gewonnen. Hast du da noch Pin-Marker? 2, ne? Okay, also ich habe das Spiel erstmal gewonnen. Gewonnen. Ja, alles klar. War ein schönes Spiel, dankeschön. Wir haben das Spiel gewonnen. Nein, also ein Sieg gibt 200 Punkte. Mhm. Warum hast du das Spiel gewonnen? Weil ich die Mission gewonnen habe. Wie viel hast du denn gesammelt? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Weil es ausregelt. 2, 4, 6, 7, 8, 9 und plus 2 noch 11. Okay. 12 zu 11. Ich habe die Mission gewonnen. Das heißt, ich habe 200 Punkte. Habe ich deinen HQ ausgeschaltet? Ja. Ja. Also nochmal 50. Sind 250. Habe ich einen Durchbruch? Ja, habe ich. Sind 300 Punkte. Was ist denn ein Durchbruch? Wenn du in deiner Aufstellungszone. Genau. Also. So, du hast mir ausgeschaltet mein HQ 9. Du hattest aber den ersten Abschuss, sind 50. Durchbruch hast du nicht. Jetzt ist erstmal 300 zu 50. Und jetzt müssen wir die Killpoints ausrechnen. Wir rechnen kurz die Killpoints aus und melden uns gleich zurück. So, wir haben jetzt die Siegpunkte ausgerechnet. Insgesamt ist jetzt der Endpunktestand ist jetzt 684 zu 441. Somit habe ich das Spiel gewonnen. Knapp. Ganz knapp. War ein schönes Spiel, mal wieder gut reingekommen. Werde sicherlich mal gleich in Ruhrgebiet anrufen und ein bisschen aufrüsten. Ja, so kann das ja nicht weitergehen. Dein erstes Ligaspiel. Ja. Hier nochmal zur Info www.ba-liga.de. Da kann man es eintragen. Genau, und da läuft jetzt auch die Deutsche Meisterschaft drüber und auch ganz normale, reguläre Spiele. Ich denke, hat mal wieder Spaß gemacht, hab schon lange nicht mehr gespielt. Vieles hat man sicherlich auch gemerkt, hat man nicht mehr so drauf, weil man halt so selten spielt. Kommt aber wieder. Ich werde auf jeden Fall die Grenadiere weiter ausbauen, mir noch irgendwas Schönes dazu kaufen. Einen Flugzeugträger oder so. Genau. Und mal abwarten, wie es beim nächsten Mal läuft. Genau. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.